Ja, ich habe noch gesagt, so, alle ins Loch, alle ins Loch. Ab ins Läffi-Loch, wo ist er eigentlich so? Ein Loch, es gibt viele, aber das gehört mir. Bin wieder tot, ihr rennt ins Loch weiter. Die lassen mich nicht da rein. Ich kenn dich. Und dann baut er Vorräte auf und fängt an, die Sachen aufzubauen. Sorry, Kinolis. Wicked! Wicked baut einen Spawner auch mit am Loch auf. Wir drängen die wieder zurück ins Meer. Was ist? Baut einen Spawner am Loch auf. Wir drängen die wieder ins Meer zurück. Okay, gleich anfangen zu bauen hier. Fang gleich Panzer, an zu bauen. Panzer. Wir haben Panzer auf 30. Hier, Supplier, bau deinen Scheiß auf. Supplier, bau deinen Scheiß auf. Hab ich doch schon, steht doch schon. Okay, Pionier, fang an zu bauen, los. Warte. Ja, was? Wie, du bist zum ersten Mal? Ist mir egal. Dann schnapp dir deinen Schraubzieher und bau dir den Mist auf. Bau einen Park auf. Du musst die Sanddecke aufbauen. Ja. Sanddecke, alles aufbauen. Ah, das war verrückt. Egal, ein paar Überleben sind wir. Desert Fox hat überlebt, der ist Pionier. Bau auf, bau auf. Deswegen haben sie bloß noch einen Punkt gemacht, weil in Amerika die Deutschspieler nicht verteidigen konnten. Damit das einfacher ist für die Amis, für den Deutschen zu verteidigen. Das ist traurig. Naja, das ist nur wegen der Dummheit der Gesamtspieler, sag ich jetzt mal, dass sie nur noch einen Punkt genommen haben, damit die Leute wissen, okay, das müssen sie machen. Gleich gibt es wieder zwei Punkte, sind sie wieder alle völlig überfordert. So, und auch alles andere aufbauen, die ganzen Notes hier schnell. An den Seiten die Notes abbauen. Links, rechts, so dass es drumherum quasi so einen Schutz gibt. Direkt vorm Graben sind welche. Da rennt einer auf euch zu. Zwei rennen auf euch zu. Hab nicht genug Vorräte. Squadspawn ist weg. Ja, ich komme. Ach, lächerlich. Die haben den Squadspawn abgerissen. Oh, der Graben ist. Da ist einer drin von denen. Ja, da ist einfach mal reingejumpt da. Ja, noch kriegen sie es nicht. Wir können wieder zurück in unser Loch. Das ist gut. Am Strand haben wir noch genug, was da steht. Baker steht da einfach am Strand rum und guckt sich die Gegend an. Also. Ja, aber Foto. Ja nicht so hart sein. Nö. Aber er ist schon in den Bogen. Ja, er bewegt sich schon nicht mehr, vielleicht. Das ist ein Arscher. Brauchen neue Vorräte. Volle links. Auch liegt. Volle links bei dir. Gerade noch rechtzeitig gecallt, dann noch wieder raus. Ja, mit dem Hut ist halt schon krasser Scheiß da, ey. Das Loch, das ist richtig lustig, ja. Beim Loch werden viele Mütter um ihre Söhne weinen. Hier halt mal mit deinem MG in die Smoke auf 119, 120. Guck mal da, wo das ganze Licht herkommt. Da hältst du mal drauf und das ganze Leuchtteil da. Bau dich mal da in den Vorräten auf und schieß da mal drauf, Craig. Da, wo die Vorräte stehen. Schön auf die hellen Lichter leuchten. Wie sieht der OP aus? Kannst du den OP wieder bauen? Nee, leider nicht. 150. Noch.
überall, wo es leuchtet, da hältst du dann mal mit deinem MG rein. Kannst auch schön ein bisschen breit feuern, du kriegst deine Munition eh nicht leer, bevor du stirbst. Und wenn doch, dann rennst du mit der Pistole vor. Mach ich auch. Schade. Ja. Traumweise Supplies. Hier, baue mal. 100. Du hast da liegen, hier sind 100. 100 liegen da. Bau mal irgendwas auf hier. Munition, Manpower, scheißegal was, Hauptsache es gibt uns Deckung. Und dann fängst du an, den Stacheldraht hier drum rum zu setzen. Und zwar so, dass die Amis drüber hüpfen müssen, wenn sie zum Punkt wollen. Ey, irgendeiner steht auf deren Landungsboot, der Joker, der hat sich so weit vorgekämpft, dass er bei deren Boot rumeiert. Der muss da Kills fahren bis zum Abscheißen. Ist zwar nicht so super, was der da macht, aber naja, wenigstens können wir das Loch befestigen. Ihr könnt das Loch ausbauen. Das Letty-Loch. Wo ist Letty eigentlich hin, Mann? Guck mal, keine Ahnung. Ich studiert, glaube ich, ja. Ich bin viel im Studium. Ah, okay. Und er war krank. Brauch wieder Vorräte. Brauch Vorräte. Wir brauchen auf jeden Fall. Du sagst, wir brauchen auf jeden Fall. Ich suche die ganze Zeit. Kannst du nicht bauen, doch. Ey, wieso ist da vorne keine Deckung? Vorräte da vorne wieder hin. Oh, und jetzt mit der Kurve nach vorne, hast du gesagt? Squad Spawn steht, Squad Spawn steht. Ja, wenn's leer ist, mit der Zone vor. Alles close, geht das close auf das Spiel. Opa, nur weil hier mal einer stirbt, ist der Gegner nicht automatisch close, so wie Steffi im Sekundentakt. Ja, es war halt ein Tonkopf, deswegen hab ich mal zum FS. Hey, das ist echt ein richtig guter Platz, Leute. Hey, hier, ihr Leute im Loch, sorgt mal dafür, dass euer Pew hierher kommt und er anfängt, hier irgendeinen Scheiß aufzubauen. Mir völlig egal was, der soll einfach alles in den Strand setzen, damit wir Deckung haben. Egal wohin, so. Hauptsache, wir haben Deckung. Scheiß auf alles. Tag. Hey, sagst, ey, die da Leute, weg. Das Positive ist, die Leute folgen uns auch in dieses Scheißloch. Da haben wir jetzt 6 Mal in diesem Drecksloch drinstehen. Wo kommen die alle her? Ressourcen. Ihr mehr Leute in die schwarze Zone und sagt euren Leuten, die sollen hier die Notes aufbauen. Wir brauchen hier dringend die Notes für Cover. Ah, scheiße, sorry, du hast dich gerade gedreht, hab ich deinen Arsch erwischt. Der Instructor hört dich nicht. Wiederholen bitte. Sagt euren Pionieren, die sollen die Notes unterm Loch aufbauen. Munition, Manpower, dann haben wir mehr Deckung. Wir haben da noch ein zweites Loch, das ist ein bisschen rechts von uns. Ich baue die Packe jetzt nicht mehr aus. Das wird zu groß. Jetzt ist die nicht aufgehängt. Es gibt keine, du hast keine Supplies mehr. Lade. Packe aufbauen. Egal was wir haben, Hauptsache was aufbauen. Irgendwann kommt ein Panzer, dann sind wir froh über alles, was wir haben gegen die Dinger. Da vorne ist schon ein Panzer die ganze Zeit, hab ich. Wie, hier ist ein Panzer? Hier ist kein Panzer. Wieso rückt das eine Squad einfach über den Strand da? Was soll der Scheiß? Kommt in die schwarze Zone oder lasst... Die pushen von der Seite rein. Gut. Wir sterben hier fürs Vaterland und die... Das geht nicht. Sind die eigentlich im Spawn-Camp? Das nenne ich auf jeden Fall Spawn-Camp. Jetzt haben wir hier so viele Supplies. Hinter dem kaputten Panzer. Hier, mehr Stacheldraht. Wir können auch einmal Fuel setzen. Wo ist Fuel? Das geht nicht. Ey, wir wechseln jetzt einmal. Ich versetz jetzt und der sagt, du bist Supplier und ich bin Pionier, ja? Ja, wechselt einmal. Finde ich eine gute Idee. Mehr Sandsäcke, mehr Nodes. Mehr von allem. Sie lässt sich nicht aufbauen, Pionier. Geht nicht. Alles gut. Okay. Also das jetzt, sollte jetzt frei sein, der sagt. Ich schimm mir gerade die Base hier. Bin leer, laufe. Hallo, ab runter ins Loch mit dir. Komm ins Loch, ab runter an die Küste. Schickt eure Leute in die schwarze Zone und sagt ihnen, sie sollen Notes aufbauen für mehr Deckung.
keine Ahnung, ich bist hier einfach oben von meinem Hügel und guck einen Hügel. Ich stehe hier meine Base. Panzer auf 58. Panzer auf 48, der muss ausgeschaltet werden. Du kannst sofort mit AT draufhauen. Unser Loch ist explodiert. Wer hatte Chili gegessen? Okay, Panzer ist weg. Pack hat zumacht. Nice. Wir haben auf 21 Grad vom Loch aus bei so einem Panzerwrack auf dem Feindinfanterie. Ja, da im Loch sind auch welche. Alu Akbar! Oh nein! Das ging ja schneller als erwartet. Ja, der Anna war nicht begeistert. Ja, meine Munition war schon komplett leer, so, und jetzt habe ich mir auch noch selbst in die Luft geschenkt. Na toll, da passt ja mein Ruf. Obi, was machst du denn da, Junge? Mehr Notes ans Loch, mehr Notes ans Loch. Jungs, wir haben was vergessen. Ja? Hat einer von euch eine Badehose angepackt? Nein. Ich schwimm in meiner Kampfuniform. Ja, jetzt fangen ja auch andere an, was am Loch zu bauen. Ich brauche immer noch einen Mann für meinen Panzer, bitte. Ich komme von rechts hinten. Dann müssen sie da vorne müssen sie dafür 3 Punkte dann einnehmen. Dafür bekommen sie dann halt auch eine 30 Minuten. Ja. Es ist so hart, wenn man aufsteht und anfängt loszulaufen, ist man einfach ich sofort bin tot. Nur noch tot. Vor allem einfach das Ganze. Okay, einer aus meinem Squad würde zum Panzer gehen. Aber ich das bestimmt zacken muss. Danke. Bombing Run, jetzt geht's ab. Ja, wir müssen einmal wieder wechseln, wir brauchen nochmal jemanden, der Supplies Pionier übernimmt. Wir waren eben der AT-Schütze oder Alex, tauschen wir einmal. Du machst jetzt ich mal, bin gerade tot hier, der AT-Schütze ist tot. Was willst du machen? Ist gut. Sekunden bin ich da. Also ich habe jetzt, das müsste Engineer frei sein. Ja, ja, so hält man ein Loch. Ja, nur mal so. Der Server, ne, der ist voll. Was macht er eigentlich mit Ja, das ist 200.
ist so geil, wenn unsere Leute außerhalb des Punktes sind und wieder reinkommen wollen, dann schaffen sie das nicht, weil sie nicht mit den Stacheldraht schlüpfen können. Und sie sich auch nicht trauen. Jetzt mal Außenposten. Außenposten noch, das wird schön. Ja, und die einen, die flankieren da die ganze Zeit hinten von der Seite und spawn-killen die einfach komplett weg. Also ich will jetzt kein Ami sein, so. Das muss überhaupt gar keinen Spaß machen, so. Das muss voll scheiße. Jig und Easy sitzen da halt mal irgendwie in den Booten von denen drin. Das fixen die 100% und müssen abwenden. Das war egal bei einem vor. Vorher war es genauso. Ja, da habt ihr halt einen Punkt gehabt irgendwann, aber den zweiten habt ihr auch noch nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn wir das Loch hatten, war einfach immer alles vorbei. Die rennen schon um 2:30, rennen die schon den Hügel hoch. Schon wieder Obi. Unten weiter unten hoch. Ja Mann, ich weiß nicht, wie viele Leben ich gebraucht habe, aber ich habe es jetzt endlich bis zum Strand geschafft. Ich bin einfach vorne durch. Wir müssen irgendwo hinter uns eine Garni haben, so, sonst kann ich mir das nicht erklären. Am Strand hier spawnt gar keiner mehr von denen. Nee, hinter uns ist eine Garni irgendwo. Ja. Was bei der Amis geht, die haben gerade Spaß. Etwo 20 ungefähr von unserem Punkt aus. Oh, ich habe hier noch einen Spawner gefunden, sehr gut. Gibt so ein paar schöne Löcher, die ich habe. Hey, hey, Moment, Moment, so war das jetzt nicht gemeint. So war das nicht gemeint. So, nein, so war das nicht gemeint. Wenn wir. Muni, 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 Muni. Wenn wir. Ist ja nicht schlimm, cool. Ist alles in Ordnung. Wir haben da irgendwo eine verzweifelte Garni und die Suche jetzt. Ich kann einmal nicht mehr einmal Muni hier auf dem Punkt und nicht einmal Muni. Oh Mann, ey. Ich will gar keine Suppressen mehr droppen. Wenn unsere von uns schon immer 100 stehen, bringt es eh nichts, dann sind die anderen 100. Ja, ich hab alle gerufen, hier runter zu rennen. So, es ist nur noch ein Squad oder sowas oben auf dem Berg und der ganze Rest sitzt hier irgendwo im Loch rum. Aber wir haben jetzt auch hier 3 Squad-Spawner am Loch, alle Nodes stehen hier am Loch, hier steht jetzt alles am Loch. Wir haben doppelt Nodes am Loch, glaube ich. Ja, wir haben das Loch der Löcher, Mann. Jetzt baut er hier noch so ein Zaun, Stacheldrahtzaun drumrum. Mit einem laufenden Spiel so. 50 Mann auf dem Server und der Typ baut einen Stacheldrahtzaun, alles klar. Und der Stacheldrahtzaun ist wie eine Schnecke aufgebaut, ne? Na, wir wollen hier Amis eigentlich jemals dieses Loch kriegen, wenn ihr jetzt versucht, irgendwie den Hang einzunehmen, damit sie das Loch kriegen können. So, was ist das für ein Mist? Ja, Zweiflung, glaube ich, oder? Das Loch kriegen die niemals. Ich habe eben schon südlich wieder eine Garni, einen Squadspawn von denen weggemacht. Die kommen überhaupt nicht mehr an den Strand. Die armen Typen, die immer mit dem Boot anlegen müssen, die tun mir richtig leid. Irgendwo ist ein Sherman. Eins, eins. Panzer, Panzer. Yo, ist wieder ein Panzer. Gute ist, dass der Panzer keine Squadspawns wegmachen kann. Oh, hier ist eine kleine Blutlache, ey. Das ist auf jeden Fall böse. Der wird auch einiges abgeschlagen, oder? So, im Süden haben wir die Garni vernichtet. Also, die steht nicht mehr.
Scheiße. Ich hoffe, der Panzer platzt irgendwann, sonst tut er uns echt weh. Wir haben sogar eine Red Station gebaut. Die Red Station, natürlich, lol. Natürlich, die ist die beste Deckung, ey. Ich geh mal kurz im Comments-Chat durch, dass wir unten auch eine Repair-Station für die Panzer haben. Wir haben hier unten auch eine Repair-Station für die Panzer gebaut. Also wenn ihr euch reparieren wollt, dann schwarz, fahrt unten einen schwarzen Kreis. Extra für euch. Hier, der Panzer muss mal weg, der nervt. Hier an alle Crews, da ist ein Panzer, der bekämpft gerade unser Loch, der muss weg. Boah, es kommt eine RPG-Rinne geflogen. Ja, so, der Panzer ist auf dem Loch. Wir werden angekämpft. Naja, die sind direkt vor uns. Handgranaten über. Hinlegen und werfen Handgranaten, so dass ihr nicht sterbt. 29 FPS. Oh, der, nein! Unsere Spawner sind weg, nein, das war's, das Spiel ist vorbei, beendet hier. Oh fuck. Um 6 Minuten noch, das können wir wiederholen. Hier, wir müssen das wieder einnehmen, alle Mann, wir müssen das wieder einnehmen. Hier oben auf dem Berg fangt man an, das klein zu hacken, vor dem Loch lauter Infanterie, wir müssen wieder in den Punkt. Damit die Langeweile weitergeht, oder was? Damit die Langeweile aufhört, dann ist die Map nämlich zu Ende. Da kommt auch gerade nach vorne. Dann wird's eh schwierig für die. Aber ihr müsst da reinhalten und mehr töten. Schlachtet die da unten ab. Love Squad, flank hier mal wieder. Sind dabei. MGs, baut euch hier vorne auf. Ranzt da volle Kanne rein. Ich werf gleich Smoke, damit wir rüberrennen können. Die MG sollen voll reinhauen. Rückzug. Da oben steht ja nicht. Nix Rückzug hier. Angriff. Der hat eben was von Rückzug gesagt. Alle immer schön weiter drauf. Alle ins Loch. Ihr mögt doch Löcher. Also rein da. Du bist einfach nur ein Stück weiter vor die Sandsäcke-Granaten schmeißen. OP steht wieder. Hey, Dudelsack. Hallo im Loch. Hi. So, ich hab alle vorm Loch umgebracht. Meine Granate hat so viele getötet. Da liegt alles voll mit Leichen. Und der Spawner ist auch im Arsch. Oh Gott, die haben voll auf die Fresse gekriegt da eben an der Ecke. Aber sie wollten es ja versuchen gegen unser Loch. Alle Einheiten Rückzug zum Bewegung. Warum Rückzug? Wir greifen weiter an. Wieso denn Rückzug? Wir behalten Doc White. Wir behalten Doc White und vergraben uns hier gerade. Ja, bitte weiter vergraben. Bitte nichts anderes befehligen und schmeiß mal einen Bombing Run an der Küste da ab. Bitte nicht in unser Loch. Boah, der ging ganz knapp vorbei. Komm, Leichen ins Loch geflogen. Es regnet Leichen ins Loch. Oh Gott. Hier, alle ins Loch. Da ging zwar ein Bombing Run durch, lasst euch aber davon nicht demoralisieren. Alle ins Loch. Hinter uns. Hinter uns. Baker, wir brauchen einen neuen Spawner im Loch. Baker, neuer Spawner im Loch, bitte. Irgendwo am Loch einen neuen Spawn bauen. Der Kommandant kam rein, alle waren Rückzug. Und er so, nein, mach das, was Crusader sagt, nein! Das war so geil, so er gibt seinen ersten Befehl und alle, nö, kein Bock.
Sehr schön. Wir brauchen eine neue Garnison unten, sonst werden wir platt gemacht oben auf dem Berg. Wie kommen sie uns nicht mehr in unser Loch rein? Garni im Loch, Sergalov. Wir haben eine Garni unten im Loch, Leute. 22 Sekunden bis Spawn. Garni unten im Loch. Keine Ahnung. Oh, Lauf hat es abgerissen. Scheiße. Die sollen oben wieder die Garni hinstellen. Ey, ich raff's nicht. Mist, Garni ist wieder weg. Garni ist wieder weg. Wir kommen nicht mehr ins Loch. Der Verpanzer verfällt die Urstände. Wenn du nicht mal reinkommst, was will denn der Panther jetzt da hinten? Wir haben wieder eine Garni unten. Wir haben wieder eine Garni unten. Garni unten steht wieder. Irgendjemand hat wieder unten gut eine Garni gesetzt. Gute Arbeit. Sehr schön, dann alle wieder ins Loch rein. Alle wieder ins Loch rein. An die, eure MG-Schützen, sagt denen, sie sollen vors Loch halten, damit ihr da gut rein könnt. Der Gegner pusht volle Kanne mit allem, was er hat, ins Loch. Ey, der Gegner pusht mit allem, was er hat, in dieses scheiß Loch rein. Mit allem, was er hat. Ja, ich glaube, was rein. Was wir machen? Ja, was anderes halt. Dudelsack, warum liegst du da? Ich hab einen vom Strand. Oh, ist locked. Können wir abholen hier? Das Loch wird nicht aufgegeben. Schickt eure Leute weiter ins Loch. Animiert sie dazu. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Denkt dran, wir müssen das noch länger halten als nur 30 Sekunden. Es hilft nicht, das nur zu halten. Wir müssen sie auch einmal da verdrängen. Schickt eure Leute ins Loch und lasst sie gegenpushen. Ins Loch, Schulz, ins Loch, komm ins Loch, frag nicht nach Muni, komm ins Loch. Handgranate, Vorsicht, weg von mir. Oh, nee, da bist du geplatzt. Really? Entschuldigung, da war eine Handgranate auf mir. Meine eigene. Genau, die Zeit ist vorbei, es läuft immer noch. Es, an alle, es gibt eine Nachspielzeit. Ihr müsst jetzt den Gegner nochmal richtig ins Loch drängen. Drängt sie einmal aus dem Kreis raus. Drängt sie einfach raus. An alle, wir müssen den Gegner nochmal einmal aus dem Kreis rausdrängen. Das habe ich unserem Team schon gesagt. Die werden jetzt gleich anfangen, mega aggressiv da rumzuballern. Nicht wundern. Ballert einfach mega aggressiv auf die Gegner. Wenn ihr irgendwas seht, was läutet, lasst alles draufschießen. Obergranate! Hier gibt's keine Overtime. Es ist vom Spiel, es ist von den Entwicklern vorgesehen, dass sie eigentlich den ersten Punkt kriegen sollen, aber nicht mit mir. Ja, nee, aber halt, dass man halt, also solange der Punkt noch beladen Nein, ist. Nein, der Punkt ist nicht mehr beladen. Da ist kein Gegner mehr drin. Die ballern alle wie bekloppt. Ja Mann, erstes Loch gehalten. Ich hoffe, diese Aufnahme hat euch gefallen. Es war mega schwierig. Ich bin eigentlich nur gestorben. Ich habe nichts anderes gemacht. Und falls ich das eine oder andere gesagt habe, was hier nicht so gut reinpasst, dann bitte verzeiht mir das. Aber so hält man Omaha Beach direkt am Loch. Ja, danke und bis dann. Tschüss.